So, dann brauche ich hier. Machen wir mal 5 überall rein. Dann haben wir 20 Treppen. Die dürfen reichen. So, 12 noch. 8 noch. Und 4. Eigentlich könnte ich hier noch so Sonderplätze machen. So. Da auch. Dann haben wir hier so Sonderplätze. Ja. Sieht nicht verkehrt aus. Die Fackel mache ich hier jeweils her. Dann stehen die nicht mitten im Weg, aber machen trotzdem Beleuchtung und sehen jetzt nicht so schäbig aus, als wenn sie hier irgendwo mitten rumstehen würden. So. Irgendwie beim Kreuz dort ist es irgendwo noch zu dunkel. So. Hier kommt dann so ein Durchbruch rein. Es wird schon wieder dunkel. Wie schnell geht denn das heute? Ja, nicht normal hier. Ich dachte, ich bin doch gerade erst ins Bett gelaufen. So. Muss ich wohl oder übel wieder zurück? Wieder mal ins Bett. Ja, die Kühe schauen auch wieder runter. So. Dann machen wir jetzt gleich eine Fütterungsrunde, nachdem dass ich umgestellt habe. Haha. Weil jetzt fürs erste. Na, abbrechen. Verflucht. Weil, na komm. Ich natürlich nicht mehr oder jetzt nicht mehr im Gesamtding gucken muss. Wie das am besten passt und mir halt das Default Pack jetzt nicht ganz gefällt und die Texturen Packs, die noch rumschwirren auf meiner Festplatte, die eigentlich nicht für die 1.2.5 sind. Deswegen will ich eigentlich nicht von denen einschalten. Und das Default ist mir einfach zu scheiße. Deswegen lasse ich das einfach mal so. Und falls wir doch wieder reinlaufen, dann tut es mir leid. Aber bis zum nächsten Mal kriege ich das schon irgendwo hin. Erde, Kohle. Ach, was wollte ich denn? Ich wollte ja was zum Essen. Zum Essen für die Viechers. Um zu züchten, um sie dann schlachten zu können. So, ab hier durch. Dann dürfen sie sich zum letzten Mal paaren. So paarweise und so. So, einmal durch. Was tut das Schwein hier? Komisch. So, jetzt packe ich es mal weg hier. Das dürfte an Jungviechers reichen. Für die nächsten Generationen. So, hier geht's hier rein. So, Schweini, weg hier. So. Einfach mal wild rumgeklickt. Vielleicht kommen ja doch ein paar Schweinchen zustande. Okay, die sind fertig mit Ferkeln. Mit Rumferkeln, okay. Sind mehrere drin. Jetzt gibt's Notschlachtung, Kühe. Notschlachtung. So. Aber nicht für die kleinen Kühe hier. Ey, ey, ey. So. Haha. Ich töte euch alle. Allesamt, euch und eure Brut, aber die Brut kommt später ran. Es macht irgendwie Spaß, hier rumzumetzeln. So kann man natürlich auch Erfahrungspunkte scheffeln. Ist ja nicht unbedingt verkehrt. So. Ja. So, so.
Massenschlachtungen machen immer hungrig, deswegen habe ich mir jetzt einen Schnitzel zwischen die Kiemen hauen müssen. Ja, das macht Spaß, das macht Freude. Hoppala. So eine Jungkuh treffen ist nicht unbedingt lieb. Aber ab und zu geht's halt nicht. Schafft man es nicht ganz so friedsam gegenüber den kleinen Jungen. Hoppala. Jetzt habe ich ein kleines umgebracht. Das wollte ich ja gar nicht. So, und das Schwein muss hier dran glauben, weil das gehört hier gar nicht rein. So, da haben wir noch ein paar große Kühe. So, mir geht's eh. Ich habe schon über ein Stack Fleisch beieinander. Na, wenn ich mal besser aufpassen würde, dann würde ich nicht so viele junge Tiere umbringen. Also, ja. Boah! Ich treffe die irgendwie gerade voll oft. Ihr seid auch schlechte Elterntiere, wenn ihr zu den Jungen lauft. So. Du auch. Und du. Hoppala. Wieder so ein Jungtier. Das gibt's aber halt nicht. So. Immer diese Kollateralschäden. So. Das ist mein Schwert sogar kaputt. Man will es nicht glauben. So, du wirst... Ihr werdet verschont. Aber Schweinefleisch muss auch noch auf den Teller. Aber mit den Leder kann ich auch irgendwie nichts mehr anfangen. Rüstung will ich nicht draus machen. Ist jetzt nicht unbedingt so vonnöten. Von dem her. Ich wollte ein Schwert machen. Für das brauche ich aber erstmal Stiggies. So. So, zapp. Hoppala, hier eins. So. Dann kann man hier schon mal das Fleisch reinwerfen. So. Gibt's hier bald lecker gebraten Fleisch. Muss ich auch noch ändern. Muss ich verbessern. Sehe ich gerade. Also was verbesserungswürdig ist im Texturenpack. So, lass mich rein. So, Massenschweine abschlachten. Und Erfahrungspunkte auch noch nebenher kriegen. Haben wir eh schon Level 24 erreicht. Hauptsächlich durch die Tiere. Irgendwie habe ich es heute voll nicht drauf, dass ich die Elterntiere erwische. Andauernd habe ich ein kleines. So. Schafe könnten aber auch Lammfleisch geben, wäre auch cool. Aber dann würdest du eigentlich nur noch Schafe züchten, weil die kannst du dann für alles hernehmen. Wolle ernten, essen. Ja, wir warten eigentlich noch. Ja, einfach um Tiere zu halten. Ich verwunde euch alle einmal. So. Ich glaube aber, dass die dann weniger Fleisch geben, wenn man die nur einmal verwundet. Nee, doch nicht. So. Einmal verwundet und dann mehr oder weniger ausbluten lässt. So, dann haben wir eh bald alle Schweinis getötet. Dachte ich zumindest. Sind da doch noch ein paar geworden. Oder werden die schon wieder groß, die Kleinen? Da kommen die Kleinen ganz groß raus. So, Level 25 sogar schon. Jetzt wird es echt Zeit mit dem Enchantment Table. Und den kann ich leider wirklich erst bauen, wenn ich Obsidian selber abbauen kann. Irgendwie voll doof. So. Schon sind wir durch und dann werfen wir das Fleisch natürlich gleich auf den Grill. Dann ist gut.
dann werden wir satt. Und jetzt sind die Mahlzeiten für die nächsten 200 Folgen ungefähr gestillt. So, hier habe ich auch noch 39 Fleisch. So, was mache ich denn jetzt? Könnte eigentlich weitermachen. So. Oh, ich guck mal auf die Uhr, aber ich glaube, ich müsste noch rendern und so. Ich habe auch noch heute leider andere Sachen zu tun. Es tut mir leid. So, was ich heute so kurz aufnehme, aber lieber kurz und kräftig als total fade und unmotiviert. So, man sieht sich, bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, ich sag dann mal wieder Hallo zu Minecraft. Heute machen wir mal endlich an der Burg weiter. Zeit wird's. Für das braucht man natürlich wieder erstmal Platz im Inventar. Und natürlich jede Menge Cobblestone. Und natürlich gehen wir dazu wieder in unsere Abbau-Ecke. Oder wie soll ich es denn sonst nennen? Ach, keine Ahnung. Ich nenne es jetzt einfach wirklich Abbau-Ecke. Dazu muss ich aber erstmal ein paar Spitzhacken wieder organisieren. Organisieren. Ohne Spitzhacken geht das immer so scheiße voran. Ah, machen wir 5 Stück. Dann kriegen wir ein paar Kobbels zusammen. Hoppala. Die Sticks natürlich nehme ich wieder mit. Wäre ein bisschen blöde sonst, wenn ich die nicht mitnehmen würde. Natürlich gehen wir wieder in unser Loch. Dann machen wir uns natürlich einen... Oh, eine schöne Nacht bei Dunkelheit. So. Und natürlich bauen wir ab, bauen wir ab, bauen wir ab. Weil wir doch jede Menge Kobele wieder brauchen. Und da wir hier eh schon so schön angefangen haben, machen wir hier natürlich weiter. Ich könnte hier doch die Wand ein Stück einreißen. Weil dann würde das ein schöneres Bild ergeben, hier herunten. Keine Ahnung, wie tief das Loch hier noch wird, aber es wird, glaube ich, noch ein bisschen tiefer. Vor allem, wenn wir wieder andauernd Cobblestone brauchen, und momentan haben wir einen ziemlichen Cobblestone-Verschleiß, würde ich sagen. So, eine Axt hätte ich auch bei, so ist ja nicht. Da kann ich natürlich ein bisschen was mitnehmen. So, die Fackel bringe ich lieber hier an. Und hier eine. So, dann ist es auch hell. Ist ja auch nicht verkehrt. Das Leder hätte ich eigentlich auch in die Kiste werfen können. Aber natürlich vergesse ich sowas immer ein bisschen. Hey, Eisen! Das ist immer schön. Eisen! Und dann geht's am Schluss weiter. Zeit wird's. Lang genug steht die Baustelle auch schon wieder brach. Anders kann ich das jetzt nicht nennen, als nur brach liegen. Bin doch schon einige Folgen nicht mehr rübergekommen zum Weiterbauen und so. Da fehlen ja doch noch ein paar Gebäude und Platz haben wir ja auch noch. Und da die Bauhöhe ja auch noch nicht angeglichen war, muss ich ja da auch noch nachhelfen. So. Weil ja der eine Turm noch nicht ganz so ist, wie ich ihn wollte. Das ist eigentlich eine gute Frage, wie wollte ich den eigentlich? Ab und zu fällt mir echt nicht ein, wie ich es bauen wollte. Na super. Ich habe ein Hirn wie ein Sieb bei sowas. Hast du Einfälle und dann vergisst du es wieder. So, noch mehr Eisen. Eisen können wir immer brauchen. Ist ja nicht verkehrt. Und wenn ein bisschen mehr da ist, nehmen wir es natürlich gerne mit. Das nehmen wir natürlich dankend an. Diamanten wären besser, dann könnte ich endlich mal in den Nether. Wenn ich noch so 2 Diamanten finden würde.
Das wäre wunderprächtig.